Hi Leute, willkommen zurück zu Let's Play Retro The Elder Scrolls 3 Morrowind. Beim letzten Mal hatten wir Vivek endlich durch. Wir haben es fertig geschafft und sind jetzt auf dem Weg nach Caldera oder sind auf dem Weg nach Aldrun, machen aber einen Zwischenstopp in Caldera. Und da würde ich heute dann auch gerne weitermachen, aber vorher erstmal wieder ein bisschen reparieren. Ja, ein bisschen was haben wir gemacht. Nicht viel allerdings. So, der kommt da rein. 20 Stück haben wir noch. Okay. So, was noch? Seelensteine passen und so weiter. Magie auch. Kleidung, Waffen. Haben wir noch 48 Stahlpfeile. Ja, das passt erstmal. Dann verzaubern, Buch lesen, Alchemie. Was mache ich als erstes? Machen wir als erstes die Alchemie. Sollte ja nicht oder dürfte ja nicht lange dauern, sagen wir mal so. So, mal sehen. Es sind eh nur noch so wenige. Das sind 2, 4 mal 2, 4, 5 sind 20 Stück nur noch. So, hier haben wir 33. 34 zweimal. Wir fangen aber mit dem Heidekraut an. Das hat Wiederherstellung, Charisma und Feder. Aber auch Entzugschnelligkeit und Entzugcharisma. So, Entzugschnelligkeit war es, oder? Schnelligkeit und Charisma. Da sehen wir mal was. Hier haben wir Entzugschnelligkeit, kann also schon mal weg. Das ist Geschicklichkeit und Glück. Willenskraft und Glück. Schnelligkeit kommt auch weg. Entzug Geschicklichkeit. Entzug Charisma kommt weg. Entzug Stärke. Entzug Schnelligkeit weg. Und das wär's eh schon. 4 Stück abgelegt. Jetzt sehen wir es mal. Haben wir überhaupt irgendwas. Ach, das sehen wir dann hier. Heidekraut. Hier. Fangen wir mit Wiederherstellen Charisma an. Ob wir da etwas haben. Wiederherstellen Intelligenz. Wiederherstellen Stärke. Wiederherstellen Konstitution. Wiederherstellen Charisma. Hier, 18 Stück. Ist doch das Höchste. Perfekt. So, hätten wir noch Feder. Feder. Hier, beim Rubin hätten wir Feder. Super. Gut, dann wiederherstellen. Festigen Glück oder Konstitution. Haben wir da was? Festigen Glück oder Konstitution. Nein, haben wir nicht. Und hier haben wir wiederherstellen Intelligenz, aber ich glaube, das geht nicht mit Wiederherstellen Charisma. Gut, dann machen wir halt diese drei. So. Dann Feder. Haben wir noch etwas mit Feder übrig? Ich glaube, das hat mir nichts mehr, oder? Nein, mit Feder hatten wir nichts mehr. Wiederherstellen Charisma haben wir schon. Festigen Konstitution Glück hatten wir, glaube ich, auch nicht, oder? Nur mal nachsehen. Genau. Ja, dann machen wir da jetzt irgendwas Neues hinzu. So, 21 hätten wir hier. Und ist doch das Höchste. Die Aschekartoffel. Festigen Intelligenz oder Stärke? Sehen wir mal nach, ob wir da was kriegen. Festigen Intelligenz. Festigen Stärke hätten wir hier mit einem. Festigen Stärke mit 19. Und ist auch das Höchste. Dann nehmen wir das. Wiederherstellen Charisma und festigen Stärke. Und weg mit der Guarhaut. So, also Feder hatten wir nichts mehr. Aber vielleicht noch etwas mit Wiederherstellen Charisma.
Der herrscht ein Charisma. Nein, dann sind wir hier fertig. Dann sind wir jetzt drei Sachen losgeworden. Zwei, die wir aufgebraucht haben. Und das Heidekraut, das jetzt einfach weitergereicht wird. So. Und beim nächsten Mal werden es noch weniger. Das Heidekraut kommt jetzt hierhin. Gut, dann als nächstes ein Buch lesen. Grüße an meinen Freund. Grüße zurück. Phylogenese und Biologie. Anmerkungen zur Phylogenese und Biologie der Rast. Siebte Ausgabe, dann lassen wir das erstmal. Geschichte des Kaiserreichs. Das Spiel des Falschens. Das Spiel des Falschens. Von Ababail Timsar Dadisun. So viele Leute kaufen die Dinge, die sie brauchen, einfach zu dem Preis, der ihnen genannt wird. Dies ist sehr bedauerlich, denn um an einem Spiel teilzunehmen, das für alle offen ist, benötigt man keine Einladung. Und es ist ein Spiel, das Spiel des Falschens, das ernsthaft und, wie ich alle hinzufüge, auf höfliche Weise gespielt werden sollte. In L2 ist es für Ladenbesitzer üblich, einem möglichen Kunden Tee oder Süßfleisch anzubieten und eine freundliche Unterhaltung zu führen, bevor man zum Geschäft kommt. Diese ausgenommen kultivierte Tradition hat einen praktischen Zweck. Sie erlaubt es dem Kunden, die zum Verkauf stehenden Waren zu betrachten. Es wird als unhöflich betrachtet, abzulehnen, aber es bedeutet keine Verpflichtung von Seiten des Käufers. Ob diese besondere Gepflogenheit Teil der Kultur ist oder nicht. Es ist klug, wenn sich Kunde und Verkäufer mit einem Lächeln und einem warmen Gruß begegnen, wie Gladiatoren, die sich vor dem Kampf die Ehre erweisen. Falschen wird in ganz Tamriel erwartet, aber das Spiel kann schnell zu Ende sein, wenn ein Angebot so unverschämt niedrig ist, dass es den Ladenbesitzer beleidigt. Wenn euch etwas für 10 Draken angeboten wird, versucht 6 anzubieten und schaut, wie weit ihr damit kommt. Gebt euch nicht allzu interessiert, aber verspottet nicht die Qualität der Waren, selbst wenn sie es verdienen. Viel besser ist es, die besondere Güte der Fertigung zu loben, aber bedauernd anzumerken, dass ihr euch einen solchen Preis einfach nicht leisten könnt. Wenn der Verkäufer euren Geschmack lobt, lächelt, aber versucht, der Schmeichelei zu widerstehen. Ein großer Teil des Spieles hängt davon ab, die verschiedenen Typen von Ladenbesitzern zu erkennen und nicht automatisch anzunehmen, dass der ländliche Händler dumm und leicht zu täuschen ist oder dass der gierige städtische Händler schlechte Waren verkauft. Karawanen, sollte angemerkt werden, sind immer gute Orte zum Kaufen oder Tauschen. Zu wissen, was man kauft und von wem, ist ein Talent, das man erst nach Jahren der Übung erwirbt. Informiert euch über die Spezialitäten bestimmter Regionen und Händler, noch bevor ihr einen Fuß in den Laden setzt. Berücksichtigt die Vorurteile der Region. In Morrowind, wo ich herkomme, zum Beispiel, werden Argonier mit einer gewissen Menge an Argwohn betrachtet. Seid nicht überrascht, wenn euch die Verkäufer durch den Laden folgen, in der Annahme, dass sie etwas stehlen wollt. Ebenso werden Nord, Bretonen und Syrodiil manchmal von den Händlern auf der Insel Somerset kühl behandelt. Natürlich kenne ich nirgendwo einen Ladeninhaber, aber egal wie aufgeschlossen er ist, der nicht alarmiert wäre, wenn ein Khajiit oder Bosmer seinen Laden betritt. Sogar Ladenbesitzer, der Khajiit und Bosmer selbst. Wenn ihr etwas seht, das ihr wirklich mögt oder braucht, kauft es auf der Stelle zum besten Preis, den ihr bekommen könnt. Ich kann euch nicht sagen, wie oft ich mir ein seltenes oder interessantes Stück habe entgehen lassen, weil ich annahm, dass ich es später vielleicht irgendwo anders, vielleicht in einer größeren Stadt, zu einem besseren Preis bekommen könnte. Zu spät stellte ich fest, dass ich mich irrte, und wenn ich Wochen später zu dem Laden zurückkehrte,
war der gewünschte Gegenstand nicht mehr da. Es ist besser, einen guten Kauf zu einem anständigen Preis zu tätigen und später irgendwo einen besseren Preis zu entdecken, als eine Chance zu verpassen. Gelegentlich ist Impulsivität die beste Kaufstrategie. Entwickelt ein Gefühl für die Gegebenheiten des Spiels und jeder kann gewinnen. Ja, das werde ich verkaufen. War jetzt nicht so toll. Egal, jetzt wird aber, bevor wir kaufen gehen, erstmal ein bisschen verzaubern versucht. Da hinten haben wir einen Scamp. Nehmen wir den. Vorher wird wieder gespeichert. So, mal sehen. Einen verzauberten Gegenstand erschaffen. Das Schild. Attribut festigen. Stärke. Auf uns selbst. Für mindestens 60 Sekunden. Ups. Bisschen zu weit. Und mindestens einen Punkt. Bis 29. Okay. Für 61 Sekunden. Mal sehen. Nein, wurde zerstört. Schade. Laden wir neu. Schade, schade, schade. Wann uns das endlich wohl gelingen wird? Hoffentlich irgendwann mal. Wäre blöd, wenn uns das nie gelingen würde. Aber den möchte ich dann auch wieder ablegen. Aber nicht so. Gut, dann verkaufen wir. Grüße an meinen. Und dann geht es auch nach Balmora. Händler war, glaube ich, links. Ja, die Bestien Enz. So, da die kaiserlichen Kettenbeinschienen. So, das Buch soll weg. Und dann mal nachsehen. Haben wir vielleicht wieder Tränke, die weg können? Also Lebensenergie und Ausdauer möchte ich ja nicht wegtun. Hätten wir Magie wiederherstellen. Das heben wir uns aber auch auf. Damit das festigen. Sprung. Das ist aus wie der... Ah, Licht möchte ich auch aufheben. Die können wir ja gebrauchen. Muss da wiederherstellen. Das ist Magie wiederherstellen. Okay. Was ist denn mit den Tränken, die ich gemacht habe? Ah, da. Oh, festige Stärke. 54 Punkte? Das sind 200 Kilo. Das sind 270 Kilo. Für fast 3 Minuten. Die werden aufgehoben. Und hier haben wir Feder und wiederherstellen Charisma. Feder brauchen wir nicht unbedingt. Und selbst wenn wir haben hier überall solche Tränke, also den würde ich verkaufen. Und da festigen Intelligenz, ja, wir können es aufheben. Okay, das sind dann 272 mal 1,59. Das sind 433. Oh, fast das Maximalangebot. Leider nicht. Nein. 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 Auch nicht? Wieso nicht? Ah, jetzt für 408. Ah, welche erfrischende Gesellschaft. Bitte teilt eure Gedanken mit mir. 408. Da haben wir 136 Draken plus gemacht. Sehr schön. Und wir wiegen nur noch 332. Dann ab nach Balmora. Ich bin sehr gefreut, mit euch zu sprechen. Wir heißen euch herzlich willkommen. Sie wie Intervention.
Sehr schön. Also wir haben mittlerweile wirklich sehr, sehr, sehr viel Tränke dabei. Es würde nicht schaden, wenn wir demnächst mal ein paar stärkere Kämpfe machen, um die Tränke zu verbrauchen. Oder in ein paar Höhlen reisen, um die... Ja, schön. Um die Lichttränke aufzubrauchen, aber... Ja, wir werden dann schon sehen. Wie wunderbar. Ich heiße euch willkommen. Dankeschön. So, seid willkommen. Worüber sollen Gut wir sprechen? Gut, Freund. Eine Ehre, das ist. Ah, Jira. Ich bin gekommen, um etwas von dir zu lernen. Beschwörung. 27 Punkte. Und mit dir möchte ich dann reisen. Nach Caldera für 5 Draken. Mit Vergnügen. Bitte sprecht nur. Ich bin ganz Ohr. Ja, ich Hallo, möchte aber nicht mit dir reden. Wie steht es heute mit einem Trank? Caldera. So, jetzt muss ich überlegen, wo waren wir denn? Also ich weiß, wir haben hier bis, ich glaube einschließlich das hier, Pfandleier, Irgola. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir da schon drin waren. Ich gehe einfach mal rein. Fahrt fort. Doch, waren wir. So, ich weiß aber, dass wir da hinten noch waren. Ich weiß aber auch nicht, ob wir hier schon waren. Das ist aufgeschlossen, da waren wir also drin. Suran Liorianes Haus. Waren wir da schon? Ja, waren wir. Ach ja, das war die Ausbilderin der Klingen. Okay, mache ich jetzt hier weiter oder da links? Was? Ich glaube, ich mache hier weiter. Da haben wir hier den Händler, Verik Germain. Germain oder Germain? Im Schild stand doch Germain, oder? Da muss ich jetzt nochmal nachsehen. Worum geht es? Da steht Germain, aber hier nur Germain. So gemein ist das. Fahrt fort. Ich Der heißt muss tatsächlich sagen, Germain. Eure Gesellschaft gefällt mir. Bitte fahrt fort. Es ist schon sehr lange her, dass mir Nuklef in solch einem grandiosen Aufzug begegnet ist. Kann ich euch helfen? Hast du irgendwas Tolles? Ich glaube, wir haben auch schon ein paar Sachen bei dir verkauft. Ja, haben wir vielleicht ein paar Fehlen verkauft? Das könnte sein. Na? Ring der Abneigung. Wilots Gewand. Gewand des Eisspiegels. Nein, Kriegshammer der Wunden ist definitiv kein Faden. Die heißt ja irgendwie alles mit normal oder so. Dann lassen wir das. Überzeugt ist auch schon. Ich bin Verik Germain, Händler. So, jetzt kommt wieder das ganze Caldera-Zeug. Und das ganze... Das ist doch nur ein normaler Händler. Wieso weiß er sowas wie Flint und Grief? Ich meine, das ist ja kein Wirt, oder? Naja. Was haben wir sonst noch hier? Mats T. Beruf. Er ist Händler, das sagt er selbst noch. Ja, okay, lass mir. Was haben wir hier? Oh, schöne Pflanzen.